Wir haben ja ein paar Punkte einfach auch im letzten Jahr liegen lassen in der Qualifikation im ersten halben Jahr nach der WM. Für uns ist jetzt der Auftakt in dieses Jahr, in diese Qualifikationsrunde, und ich denke schon, dass wir morgen eben auch dieses Feuer zünden müssen, das wir brauchen, um hier eben auch die drei Punkte zu gewinnen. Das ist für uns schon auch ein wichtiges Spiel, weil wir ein bisschen im Hintertreffen sind in dieser Gruppe, und wir werden alles daran setzen, und ich bin überzeugt, dass wir in der Lage sind, morgen eben auch dieses Spiel zu gewinnen. Ich denke schon, dass wir Spiele, wie wir auch morgen erleben werden, schon erlebt haben, nur natürlich ist es so ein bisschen eine Wundertüte, was passiert. Wir können davon ausgehen, dass Georgien sehr defensiv spielen wird, aber wie stark sie am Ende sind, das ist jetzt halt vor dem Spiel schwierig einzuschätzen, dadurch, dass wir die Mannschaft einfach noch nicht gespielt haben bisher. Aber wovon ich überzeugt bin, ist, dass es einfach an uns liegt, wie gut Georgien sein wird. Und deswegen muss unser Fokus nicht auf Georgien, sondern auf uns liegen. Wir in Deutschland haben ja auch schon auch einen besonderen Bezug zu Georgien. Viele, viele Spieler waren in den letzten Jahren in Deutschland, haben lange Zeit in Deutschland gespielt. Es war natürlich auch mal ein Trainer hier, der Topmüller, der auch hier 2 Jahre gearbeitet hat bei Georgien. Und in meiner Heimatstadt in Freiburg, ja, da haben ja auch lange Jahre viele Georgier gespielt. Jaschwili, Kobiaschwili, Tschiktschiswili, Tobiaswili, der war ein Deutscher, aber... Volker Finke-Willi hieß es in meinem Stadion.